Was wir feststellen müssen, glaube ich, dass wir eine neue Krise haben. Wir hatten erst Corona, jetzt haben wir die Energiekrise. Wir haben eine neue Regierung, erst die GroKo, jetzt die Ampel. Aber die Verhaltensmuster seit Corona offenbar doch die gleichen sind. Denn wir erinnern uns alle an das fast schon Übergriffige, oder das Übergriffige, muss man sagen, des Staates, wie der Staat in der Corona-Pandemie anfing, bis ins kleinste Detail das Leben der Bürger zu bestimmen. Es ist eben so, sagt Karl Lauterbach. Es ist eben so. Meine Damen und Herren, liebe Zuschauer, das hat Spaltungspotenzial. Absolut. Also diese Übergriffigkeit, diese Hochnäsigkeit, diese Doppelmoral und diese Arroganz von Karl Lauterbach in diesem Fall, die sorgt dafür, dass das Land gespalten wird. Und genau diese auch Maßnahmen sind es, dass die Menschen auf die Straße gehen werden. Die Ampel tut also das Gegenteil von dem, was sie eigentlich will. Sie führt nicht zusammen, sondern sie spaltet. Hier wird der Staat übergriffig und macht Dinge, die ihm nicht zustehen.